Nach Ansicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Kraus sollten Gottesdienste möglichst bald wieder erlaubt werden. Wenn die Corona-Maßnahmen gelockert werden können, dann müssten gerade kirchliche Angebote wieder zugelassen werden, schrieb Kraus, der auch Mitglied des Gesundheitsausschusses des Bundestages ist, in einer Pressemitteilung. Derzeit werde unterschätzt, welchen großen Beitrag die Kirchen zur seelischen Gesundheit leisteten. Gebete und Gemeinschaft im Gottesdienst stärken die Abwehrkräfte des Körpers und sind daher in einem doppelten Sinne heilsam. Die meisten Kirchgebäude seien seiner Meinung nach groß genug, um den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Denkbar seien auch zusätzliche Gottesdienste. Was trägt wirklich durch schwere Krisenzeiten? Diese Frage stellte sich Arne Kopfermann, als seine 10-jährige Tochter 2014 bei einem Autounfall ums Leben kam. Der Musiker und Produzent spricht in der Videoserie Königskinder darüber, was er durch den Verlust seiner Tochter über Gott, aber auch über sich selbst gelernt hat. Ich habe gemerkt, dass ich nicht nur dieser Kämpfer bin, der irgendwie mit 110% durchs Leben geht, perfektionistisch wie er ist, sondern dass ich auch zerbrechlich bin. Ich bin zerbrechlich in meinen Beziehungen, ich habe das nicht in der Hand. Ich kann das nicht steuern, wie Leben zu leben ist, wenn man einen solchen Verlust erlebt. Ich bin zerbrechlich in meinen Träumen. Das merkt man jetzt wieder extrem stark, wenn auf einmal so ein Virus kommt und die ganze Welt erschüttert. Auf einmal zerbricht so ein Klischee von Gott, wenn man ihm nur vertraut, dann ist alles sicher, dann ist alles gewiss. Es ist nicht alles gewiss. Kopfermann musste erkennen, dass er Gott nur bedingt kennt und versteht. Dennoch habe ihm gerade das in der Krise geholfen und sein Vertrauen gestärkt. Für mich bedeutet Vertrauen, beides zu tun. Die Zerbrechlichkeit zuzulassen und zu umarmen. Aber auf der anderen Seite auch zu kämpfen. Das Gute ist, wer einerseits kämpft und auf der anderen Seite zerbrechlich ist, der macht sich verfügbar für Gott und lässt ihn Gott sein. Es liegt ein großer Trost darin, dass ich nicht alles wissen muss, dass ich nicht wissen muss, wie das funktioniert, wie Gott sich das genau vorgestellt hat mit meinem Leben. Aber dass ich irgendwo zwischen Zerbrechlichkeit und Kämpferherz existieren kann und dann doch spüre, dass Gott mich durch mein Leben trägt. Die neue Porträtserie Königskinder wird von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA produziert. Die Reihe wird seit März diesen Jahres einmal pro Monat auf YouTube veröffentlicht.